Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock, die Ark Survival, hier mitten aus der Paleontology mit der Maya Müller, den Lucifer und der Kitami Joy Mitte. Ja, herzlich willkommen ihr beiden. Hi, hi. Hi, hi. Mann, Mann. Da. Wow. Gut, alle sind sie fit, alle sind sie wach, alle sind sie munter. Und ich bin nicht der Gunther, aber ich reite trotzdem jetzt Richtung Heimatbasis. So. Alle sind am Schlafen, alle sind am Pennen. Ich wollte es ja nicht so benennen. Ja, so ist das manchmal, ja. Auf den Rücken vom Bürgermeister kuschelt. Bürgermeister. Ja, der Bürgermeister weiß schon, wie er die Frauen sozusagen... bei der Stange. Scheiße. Ja. Luzi, ich reite gerade sozusagen an deiner schwimmenden Hütte vorbei. Ja, damit du ungefähr weißt, wo ich gerade hier so herumlungere. Aber ich komme sozusagen der heimatlichen Basis immer näher. Ja. Und da vorne haben wir dann auch schon die Türe. Machen diese mal auf. Ah. Ubidu, wie das so schön heißt. Und dann machen wir mal hier die Türe zu. Hat's geklappt oder nicht? Nee. So, nach und nach wird die Karte hier geladen. Das ist ja mal so eine Geschichte. Ich bin am Überlegen, ob ich gleich doch noch jemand anderes zum Reiten nehme und nicht Schnürpi. Weil Schnürpi ist doch extrem schnell und das Problem dabei ist halt, dass Schnürpi mir so ein bisschen zu schnell ist. Aber wir gucken mal nach. So. Inventar. Wir werden erstmal Schnuppi jedenfalls ein bisschen leerer machen. So fleischtechnisch und so. Also wir werden mal gucken, dass wir hier ein paar Kilos rauskriegen. Da packen wir jetzt sozusagen in die Tröge rein. Weiß auch gar nicht, warum Schnuppi so voll ist. Das ist der Wahnsinn. Guckt euch mal an, was da drin ist. Tonnenweise Fleisch. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Aha, Qualitätssicherung gerade sagt, dass dort durch die Qualitätssicherungsexpedition passiert ist. Okay. Muss ich mal so akzeptieren. Das heißt, ich muss mal die Zündschlüssel verstecken. Ich will nicht wissen, wo man bei einem Dinosaurier die Zündschlüssel steckt. Ja, ja. So, dann wollen wir mal das Fleisch in die Kiste packen hier. Sehr schön. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen Platz in der Kiste ist. Naja, ein bisschen ist da drin. Da kriegen wir schon hin. Wow, kommt da Material. Warte mal, ich kann noch Transfer All Items machen. Accept. Geht doch. Jetzt ist die Kiste aber voll. Die Kiste, die ist jetzt scheiße voll. Ich krieg sie mit der Scheiße voll. Schon wieder mein Flatti. Komm Flatti, komm auf die Schulter. So. Habe ich Flatti jetzt wirklich auf der Schulter? Ich weiß es nicht. So, muss mal nachschauen. Ja, Flatti ist auf der Schulter. So, jetzt passiert Folgendes. Ich möchte natürlich erstmal mir eine Spitzhacke besorgen. Und da Flatti mir hier immer ein bisschen nervös macht, der Junge, werden wir Flatti zu Hause lassen. Und dann schnappe ich mir den Raptor der Qualitätssicherung und dann klappt das auch so. Das heißt, wir drücken hier einmal E. So, Flatti setzt sich. Dann gehen wir mal hier ran. Eine Metallsichel haben wir einmal da. Hier haben wir eine Metallpike. Die nehmen wir mal mit. So. Das haben wir. So, jetzt geht das hier einmal raus.
Und dann geht es an den Raptor. Ein grüner Raptor. Ja, das Tempo ist doch angenehmer. Das ist doch realistischer. Da fliege ich wesentlich 600 Kilometer weit, wenn ich irgendwie mal so springe. Auch wenn der schon sehr flott ist und irgendwie kurz der Hänger verursacht. Aber das Tempo ist noch irgendwie genussfähiger. So. Okay, so, Türe zu, Klappe tot. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir in diese Richtung dahin rennen. Da ist zumindest ist schon mal was erkennbar an Dingenskirchen. Na, ihr wisst schon, so Lichtsäulen, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier oder da vielleicht den ein oder andere schöne Objekt bekommen. Bin noch ein bisschen nörgelig, dass mein schöner Skorpion weg ist. Wollte ja eigentlich irgendwie mal so eine Folge machen mit Mario Kart Musik und dann durch diese eine Schlucht durch. Na, mal sehen, vielleicht mache ich das noch irgendwie. Da muss ich mir einen neuen Skorpion holen, höre ich gerade. So, ich werde mal ein bisschen Fleisch besorgen. So. Weil ich nicht weiß, wie viel der Raptor dabei hat. Ja, war nützlich. Gut, okay. Dann hat er 5 Fleisch dabei erstmal und verhungert er mir wesentlich. Aber irgendwie macht es mit dem Raptor richtig Laune, hier so durch die Steine durchzuflitzen und solche Geschichten. Auch so eine etwas andere Optik bietet da. Ha? Man ist am Spielgeschehen auch ein bisschen näher dran, finde ich. Ja. Wenn man auf so einen großen Schnurpi oder so einen Brachio oder so, dann hat man irgendwie so, naja, diesen Eindruck, man ist nicht wirklich im Spielgeschehen drin, weil das so weit weggescrollt ist und so. Aber so ist man doch sehr nah dran, ne? Und noch auf dem Boden der Tatsachen. Ja, es gibt ja immer so verschiedene Vermutungen, fällt mir gerade so ein, so als Thema, wo viele Leute überlegen, ja, was könnte denn die Story von Ark Survival sein? Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel das eine Spiel angucke, was ich beim letzten Mal angesprochen hatte, Soma, könnte man zum Beispiel davon ausgehen, dass zum Beispiel sämtliche Lebewesen, die es hier gibt, also Humanoide zumindestens, nur im Prinzip ein digitales Abbild eines Gehirnscans sind. Na, könnte man sich ja mal auch darüber Gedanken machen, ob das vielleicht so ist. Und dass im Prinzip die ganze Ark Survival Welt nur eine digitale Form ist, die irgendwo rumschlömpelt. Und zwar in einem Satelliten in einem Orbit um die Erde herum, genau. Weil die Erde ist mittlerweile unbewohnbar geworden, weil Apple eine riesengroße Firma explodiert ist und die ganze alles verseucht hat, sozusagen. Könnte man sagen. Hm? Ja. Aber wie gesagt, so richtig offizielle Story habe ich ja noch nicht gefunden. Die wollen ja eine reinbringen. Eine offizielle Story. Alter, wie viel Säbelzähne haben wir denn hier? Danke. Ja! Ja, der hat es so geil gemacht. Aha, herrlich. Luzi ist glücklich, okay. Was herrlich. Ist los? Ey, das sieht so geil aus jetzt. Das sieht so geil aus. Was sieht geil aus? Ja, da du dir das immer noch nicht angeguckt hast, das Spoiler ist jetzt nichts. Oh, jetzt machst du mich nochmal neugieriger. Also ich muss mir das wirklich bei Gelegenheit dann angucken. Ey, das ist so geil, wie er das gemacht hat. Respekt an den. Respekt. Muss man ehrlich sagen, das ist schon geil gemacht. Da, das ist richtig Mühe gegeben. Okay. So, ich habe eine Säule gefunden. Da ist eine grüne Säule. So, die halten wir jetzt auf Kursus. Muss doch mal langsam meine Säule finden. Ich wollte auf Säulenjagd gehen. Wie viele Säulen habe ich gefunden? Ja, einige, aber irgendwie konnte ich keine nehmen. Ach, was ist denn das für ein blöder Weg? Ah, beinahe runtergefallen.
Das ist aber ein ganz blöder Weg. Boah, wie mache ich denn das? Muss da unten irgendwo lang und dann dort lang. Ganz großes Kino. Ich kann dir jetzt nur so weit spoilern, dass wir jetzt Wasser in der Werkshalle haben. Ja, aha, okay, du hast sozusagen ein Rohr verlegt. Kann man so sagen. Auch wenn du dabei nicht so lachen würdest, wa? Nö. Nee, weil du bist ja der Rohrverleger schlechthin. Oh! Ein Ramshackle Clossing? Was habe ich denn da bekommen? Clossing, was ist denn das? Ramshackle Closs Shirt. Mhm. Aber Closs Shirt ist ja nicht so toll, wa? Ist die normale Fiber-Klamotte. So, drop all I. Halt, nein, machen wir. Die behalten wir mal. Die behalten wir auch mal. Akzept. So, und dann kommt das dahin. So, okay, gut. Gut, was hat er denn hier? Blöder war nicht weiter drin, okay. So, dann wollen wir mal gucken, dass ich hier irgendwie hochkomme, damit ich irgendwie, ja, an die Lichtsäule rankomme. Das ist ja echt schon mal nicht erotisch. Eieieiei. Da vorne sehe ich schon mal grün leuchten. So. Bisschen was zum Fressen unterwegs. Nennt man Dino to go. Da geht's nicht. Da geht's. Und es wird immer heller. Na, kommen wir ran, kommen wir nicht ran. Doch, wir kommen rein und... Ja, endlich mal was zum Looten. Was haben wir denn da? Eigentlich nichts Besonderes. Das... Ja, wollen wir das mitnehmen oder nicht mitnehmen? Stone Ill Gouge Pipe, Stone nochmal Pipe. Den Crab Pot, den nehme ich mal mit. Ach, das andere nehme ich auch mit. Hier, das nehme ich mal mit. Ich nehme es mal mit. Kompost Bin. Wir nehmen mal mit. Wir nehmen es mal mit. Wir nehmen es mal mit. Wir nehmen es mal mit. Das könnte ich ja zum Beispiel in meiner neuen Hütte mal verbauen. So theoretisch. Gut, dann suchen wir uns mal wieder eine neue Lichtsäule. In der Hoffnung, dass ich irgendwo eine finde. Oh, hier geht's auch so steil wohl runter. Ich weiß nicht, ob der Raptor das aushält. Ich glaube, wenn ich den schrotte, kriege ich Ärger. Das ist nämlich von der Quality-Sicherung die allererste Zähmung. Ich glaube, wenn der drauf geht, dann habe ich ein Problem. Aber wir kicken mal. So, hier durften wir gleich ein bisschen aussichten. Das geht ja hier immer höher. So, jetzt werde ich hier von irgendwelchen Raptoren verfolgt. Aber die ignoriere ich einfach mal. Da hinten hätten wir nochmal ein Säulensignal. Das heißt, den widmen wir uns mal. Mal langsam ist näher. Was machst du gerade so? Baust du jetzt direkt was oder machst du auch was anderes, Luzi? Ich? Jo. Ich bin gerade fertig geworden mit der Sache, was ich die ganze Zeit machen wollte, aber da habe ich erstmal das okay gebaut von der Menge. Und jetzt bin ich fertig. Du bist fertig? Wow. Ja, die Werklagerhalle ist jetzt komplett fertig, sogar mit Wasser. Okay.
So, blaues Drop-Dings, da gehen wir mal ran. Eine Metall-Dwarf-Frame nehmen wir mal mit. Und ich sehe gerade so leicht auf der Uhr, dass wir uns ja morgen wiedersehen. Genau, Luzi, ja, was sagst du denn dazu? Jawohl. Jawohl, sagt er. Ja, oh. Gut, in dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit alle gesund und ich versuche morgen irgendwie noch ein paar Kisten mehr ranzukommen, weil die Ausbeute war ja jetzt noch nicht so ganz groß. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio. Tschüss.